Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit der alten Kamera, aber trotzdem einem absoluten Highlight. Ich stehe hier bei Salzgitter im Windpark Kramme unter der drehenden E160 EP5 E2 auf 166 Meter Nabenhöhe. Das ist ein Monster, dieses Ding. Ja, hier sieht man mal den kompletten Windpark. Hier stehen zwei Nordex N117 Gamma, eine E138 EP3 E2 und zwei E160 EP5 E2 sieht man da noch. Und dann dieses Ding hier. Und ich kann nur sagen, es ist der absolute Oberhammer, dass sie sich jetzt einschaltet, wo wir drunter stehen. Wirklich mega. Dann halt auch dieser eindrucksvolle Turm. Es ist schon heftig. Hammergeil. So ein Riesenteil. Jetzt scheint auch schön die Sonne. Boah, es ist heftig. Mal gucken, ob sie noch mal die Bremse reindreht gleich. Aber so ist das schon. Zu geil. Zu geil. Das Design gefällt mir auch mega gut. Und ja, es ist heftig. Ja, hier hinten hat man noch mal einen schönen Blick auf die Region. Da hinten sieht man Salzgitter Flachstahl, die V136 und MAN, die E115. Ja, da sieht man schön noch die EP3. Die ist jetzt langsamer geworden. Und die stehenden E160. Ja, und hier das eigentliche Highlight aus dem Windpark. Ja, also wirklich der absolute Hammer. Mal gucken, ob sie jetzt gleich wieder abschaltet. Ist eigentlich sehr wahrscheinlich, aber mal abwarten. Filmen wir noch einmal die Anlage hoch von vorne. Einfach, weil das so krass wirkt. Und die Anlage jetzt auch richtig schön hier zu sehen ist. Wirklich heftig. So, jetzt stehe ich noch mal hinten an der Anlage. Hier sieht man schon die Seriennummer. Ach, und hier sieht man es noch mal, wie gigantisch dieser Turm ist. Aber hier sieht man auch noch mal die Schrauben im Vergleich zu meiner Hand, also die sind auch gigantisch. Ja, und dann dieser Riesenturm, 166 Meter, 5,5 Megawatt Nennleistung. Das ist einfach nur krank, aber richtig geil. Ja, hier sieht man nochmal die anderen Anlagen. Ja, sehr schön. Eine Erweiterung soll hier auch noch geplant sein. Soweit ich weiß, 6 Nordex N163 6.x in diese Richtung. Also wirklich richtig geil. Ja, Freunde, dann war es das hier von der E160. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Video.